Linzer kontaktierte den Verkäufer und vereinbart eine persönliche Besichtigung des Autos. Als ankam, stellt zu seiner Überraschung fest, dass sich das Auto in einer anderen Stadt befand als in der Anzeige aufgeführten. Der Verkäufer erklärte, dass kürzlich umgezogen sei, versicherte Linzer jedoch, dass das Auto noch verfügbar sei. Linzer hat sich das Auto angeschaut und eine Probe vergemacht. War warm zu stand die Autos beeindruckt und beschloss, es zu kaufen. Der Verkäufer verlangte eine Anzahlung und Linzer stimmte zu.